Hey ho! Heute gibt es wieder was Leckeres und einen Produkttest. Ihr erinnert euch sicherlich an den Raketenofen Versa von EcoZoom, den ich von www.sicherstadt.de zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ja, und da wurde ich wieder angeschrieben und bin gefragt worden, ob ich nicht den Chat auch noch testen möchte. Natürlich habe ich ja gesagt. Ich will euch ja auch wieder mal was Neues präsentieren. Auf den Chat gehen wir gleich drauf ein. Und gleichzeitig schauen wir heute, ob dieser Sprossenbrokkoli vom Lidl, ja, beim Lidl gekauft. Doch, ob der dasselbe ist wie der Vimi. Also, ich denke mal, das müsste dasselbe sein, aber das sagt uns nachher der Geschmack. Gut, dann hätte ich jetzt gesagt, packen wir mal den Chat aus und gucken uns den mal genauer an und vergleichen den im Anschluss noch mit dem Versa. Kommen tut das Ding in so einen Karton. Save money, reduce smoke. Was muss ich jetzt das Englische lesen? Ja, hier noch ein bisschen Beschreibung mit drauf. Also im Prinzip nichts Neues. Gefüllt wird der nur von oben. Und jetzt kommt das Beste im Gegensatz zum Versa. Das Ding ist oben wesentlich größer. Dann haben wir hier noch eine kleine Bedienungsanleitung. Ich glaube, die braucht man gar nicht erst großartig angucken. Ist dasselbe wie außen auf dem Karton. Mitgeliefert wurde hier dieser Gussrost-Einsatz von Petromax. Aber jetzt hieven wir das ganze Ding mal aus dem Karton raus. Und das erste, was mir persönlich jetzt hier dran auffällt, er hat richtig schöne Gummifüße. Geil. Richtig schöner großer Durchmesser. Unten kann man dann wieder Anzünder reintun zum Anzünden. Jawohl, sehr schön. Und das nämlich das absolut Geile hier jetzt ist, wenn man diesen Gussrostaufsatz hier drauf legt, haben wir hier oben eigentlich eine annehmbare Fläche zum Grillen. Das ist jetzt der gewaltigste Vorteil gegenüber dem Versa. Würde ich selber persönlich jetzt so sagen. Aber jetzt stellen wir mal schnell neben Versa hin und vergleichen mal. Hier habe ich mir schon Kohlen hergerichtet. Gut, den Gussrost werden wir heute nicht brauchen. Die Grillerei machen wir ja die Tage einmal. Und wenn wir jetzt oben vergleichen, wesentlich größerer Durchmesser. Hier haben wir zwei Luken gehabt, oben unten. Hier haben wir halt nur eine, da können wir nur von oben nachfüllen. Und er ist halt auch niedriger. Dazu wäre, glaube ich, jetzt dann schon alles gesagt. Ich würde mal sagen, wir feuern das Teil nachher an, beziehungsweise das dauert leider noch ein bisschen. Warum? Patricia ist noch beim Arbeiten und die darf heute mal wieder mitessen. Aber wir können ja noch die anderen Zutaten eigentlich gleich zeigen, weil ich ja schon hergerichtet habe soweit. Moment. Ja, brutzeln werden wir das Ganze wieder in der FP35 vom Petromax.
denke hier, der Durchmesser passt wie die Faust aufs Auge. Also richtig schön passgenau, richtig geil. Gut, hier haben wir schon unseren ganzen Rest, was wir für unsere Sprossenbrokkoli oder auch Bimi-Pfanne, wir werden es ja nachher erfahren, brauchen. Eben unser Gemüse. Dann habe ich hier einen Gelderländer Bauchspeck oder wie das Zeug auch immer heißt, klein geschnitten. Ein bisschen Butter, ein bisschen Knoblauch und eine kleine rote Zwiebel. Salz und Pfeffer kommen natürlich auch noch hinzu. Muss ich auch noch herausholen. Ja, und jetzt heißt es nur noch warten, bis Patricia in Anmarsch ist. Und dann können wir auch schon loslegen. Ja, jetzt muss ich aber noch mal mich an www.sicherstadt.de wenden und mich noch mal recht herzlich dafür bedanken für den EcoZoom Chat. Ein sehr geiles Teil. Noch ist er nicht angefeuert, aber ich bin jetzt schon hellauf begeistert davon. Und vielen, vielen herzlichen Dank dafür, an das Vertrauen, dass ihr euch nochmal an mich gewendet habt. Und geil, einfach geil. Und an meine Zuschauer, der ist nicht das Einzige, was ich bekommen habe. Ich habe noch was bekommen. Auf das bin ich selber sehr extrem gespannt. Aber das ist eine andere Geschichte. So, und jetzt warten wir wirklich, bis die Chloe kommt, dass wir loslegen können. So, Freunde, dann hätte ich mal gesagt, leg mal los. Zwei so Anzünder, die tun wir gleich unten rein. Ja, dass ich nicht gleich wieder aussehe wie Grafkohle. Und hier hauen wir jetzt einfach mal ein bisschen Kohle oben rein. Also ich habe jetzt wieder absolut keine Lust, hier genau 200 Gramm abzumessen. Küchenwaage bleibt drin. Punkt. So, einfach mal ein bisschen was oben rein. Unten aufmachen. Anzünder anzünden. Und ein bisschen reinschieben. Und dann sollte das Ganze laufbrennen und anfunzeln. So, die beiden Yoshis da unten drin sind runtergebrannt. Schauen wir mal oben rein. Und sieh da, es ist schon eine ganz angenehme Glut da. Ja, muss noch ein bisschen durchglühen. Aber dabei können wir ja schon die Pfanne draufstellen. Dass die schon etwas Wärme zieht. Ach ja, nebenbei wird der Gasi noch genutzt. Da habe ich mal wieder so ein paar Yakitori-Spieße drauf. Lecker. Dann können wir auch schon anfangen, ganz gemächlich unsere Zutaten reinzuwerfen. In der Mitte ist es schon schön warm, heiß. Jetzt tun wir erstmal unseren Bacon anbrutzeln. Unsere Zwiebeln können wir im Prinzip auch gleich hinzutun und die Butter. Und den Knoblauch hauen wir dann ganz, ganz am Schluss mit hinzu. Jetzt brutzeln wir erst einmal den Bacon oder Bauchspeck und die Zwiebeln. Das Wichtigste. Immer schön probieren. Ich benutze hier jetzt sozusagen den Hotspot in der Mitte, genau da, wo die Kohlen drunter sind, um den Bacon schön anzubrutzeln, bevor wir den Sprossenbrokkoli bzw. vermutlichen Pak Choi ja mit hinzutun. Pak Choi ist ein Bimi. Ein Bimi. Pak Choi sage ich. Pak Choi ist ja was anderes. Der Bimi. Ach, bei den ganzen Namen, da kommt man schon mal durcheinander. Dann wären wir soweit, dass wir unseren Knobi mit reinschmeißen können. Und unseren
Straßenbrokkoli oder Bimi. Naja, ich bin ja jetzt echt gespannt. Schauen wir mal, ob wir das alles überhaupt da reinbringen in die Pfanne. Ich glaube es ja fast gar nicht. Komm. Schön drehen und wenden. Ja, schon ein bisschen arg voll. Aber auf zweimal machen wäre jetzt auch blöd. Aber sobald der ein bisschen Wärme gezogen hat, schrumpelt er ja auch noch ein bisschen zusammen. So, lassen wir den ein bisschen anschmutzeln. Und dann wenden wir das Ganze nochmal. Bevor ich es jetzt vergesse, Salz stelle ich auf den Tisch mit dazu. Falls jemand noch Salz will, der Gelderländer ist ja schon etwas salzig und ich tue hier jetzt bloß noch ein bisschen Ultimate Steakpfeffer dazu und stelle das nachher auch noch mit auf den Tisch. Und mehr kommt man da eigentlich schon gar nicht mehr hinzu. Was hier jetzt ganz wichtig ist, immer schön durchmischen, dass wirklich alles schön Butter und Baconsaft zieht. Und Leute, ich kann nicht anders, ich muss jetzt. Hey, was ist das? Hallo, eine Probierrolle. Eine Probierrolle? Warte, ich komme zu dir. Und? Und? Ein Traum. Eindeutig Bimi. Aber der ist noch nicht warm, das dauert noch. Hast du keinen Deckel dazu? Nein, mein Schatz, ich habe keinen Deckel dazu. Aber ich denke, schau mal, der ist nämlich schon fertig, der da. Ja, dann probieren, probieren. Schnappen dir. Ja, wir haben keine Sonne. Oh. Und? Die Sonne ist warm. Und was sagst du? Lecker. Lecker? Ist es Bimi? Also, eindeutig. Gut, Leute, ich lasse das jetzt noch fertig schmurgeln. Und dann sehen wir uns dann auch schon, ja, beim Essen. So Leute, sieht es nun aus auf meinem Teller. Ich habe einfach mal drauf geladen. Da liegt die Pfanne, bedient tut sich gerade die Patricia. Ja, Bimi mit Bacon in Butter geschwenkt und die Yakitori oder Yakitori Spieße oder wie sie auch immer heißen dazu. Also ich wünsche mir jetzt erstmal einen guten Appetit. Euch auch. Danke. Ja, Freunde, dann kommen wir noch zum Fazit. Also von dem Ecotum Chat Raketenofen bin ich eigentlich sehr gut überzeugt mittlerweile. Das nächste Mal werden wir probieren, darauf was zu grillen. Definitiv. Das Ding ist immer noch warm, ein bisschen Glut ist noch drin. Zum Ausleeren einfach die Klappe auf und dann das ganze Teil drehen. Ja. Dieser Sprossenbrokkoli oder auch Bimi, hervorragend. Also Leute, ich sag's euch, das war lecker. Ja, und die Yakitori-Spieße ja sowieso. Den habe ich von Sicherstadt gekriegt, den Link direkt hier unter der Textbeschreibung. Und ja, den Bimi kriegt ihr als Sprossenbrokkoli. Beim Lidl, ganz einfach. Also, auf geht's, los zum Einkaufen. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.